So, das gab viel Herzen heute. Oha. Nee, ich will erstmal hier neue Sachen kaufen. Regenbogenpapier, ein Nied Regenbogenpapier. Okay, das war's dann auch schon. Achso, aber ich kann. Ich hab ganz viele Herzen. Oh, ich kann so Soft Eis. Oh, es gibt so viele coole Sachen hier. So viel Sticker kann man auch gar nicht erstellen. Was? Oh mein Gott, jetzt check ich das erst. Das ist alles für in so eine Schüssel. Und dann ist es so eine Schüssel voll Eintopf oder Rahmen oder Curry. Oh mein Gott, eine Karotte. Und das hier, was ist das? Eine Rübe, okay. Oh. Ein Piece, dann kriegen wir noch ein Gesicht hin. Yeah. Okay, Erstbestellung und dann, wenn noch Zeit ist, noch ein Sticker erstellen. Robert, heute war mein letzter Arbeitstag und morgen fahre ich in den Urlaub nach Schottland, bevor ich meinen neuen Job als Gärtner antrete. Ich hatte solche Angst, aber jetzt bin ich so froh, dass ich gekündigt habe. Oh, wie cute. Oh, wie schön. Das ist so cute. Wir brauchen neue Froggos, neue Entchen, neue Pflanzenkatzen. Oh Gott. Nein. Oh mein Gott, ich kann es mir nicht mehr leisten. Oh mein Gott, gut, dass ich die Pflanzenkatze gemacht habe. Oh, das war so schlau. Unabsichtlich. Schlau. Oh mein Gott, ist dieses Regenbogenpapier hübsch. Ach du meine Güte. I like it very much. So, erfordere selbstklebende Abziehbilder von Fragezeichen. Aha, aha. Sehr kurios. Oh, das sieht aber zusammen richtig schön aus. Oh, das hat was. Einfach quietsch, bunt, kunderbunt. So, für wen kann ich noch Bestellungen fertig machen? Muss ein bisschen aufpassen. Ich liebe die kleinen Sticker sehr. Dann kriegst du auch noch einen Bonbon. Und das ist die letzte Bestellung. Nee. Ich kann die Ratte leider nicht ausdrucken. Das war sehr schlecht. Oh, Tess hat direkt die Kirado bestellt. Ich freue mich sehr. Dann muss ich den Tag leider erstmal abschließen. Und die Ratte morgen ausdrucken. Aber das kriegen wir hin. So, was habe ich denn? Was habe ich mir eigentlich alles Neues gemacht? Hätte ich nicht mehr irgendwelche Sachen gemacht? Das muss ich. Ah ja, hier beim Essen. Da war doch hier. Die ist hässlich, die Schüssel. Ich brauche erstmal eine schönere Schüssel. Ah, ich wollte gerne was mit dem Hasen und einer Karotte machen. Oh mein Gott, ist das süß, wenn die Karotte so überdimensional riesig ist. Oh Gott, ja. Das sieht so süß aus. Mhm.
Hat das was? Kann das was? It's not that bad. Aber ich glaube, das reicht. Ist das süß oder ist das... Ich weiß nicht. Nee, irgendwie... fühle ich es nicht. Was ist mit you cute? Ja. 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 So schreibt man Bunny heutzutage, oder? Banui. Banui cute. Und natürlich glitzern Herzen. Ich meine, hallo. Habe ich mal. Ich war noch nicht bei der Post. Halt, stopp. Okay, neuer Tag. Das ist irgendwie sehr satisfying, immer zu beobachten, wie die hochgehen alle. So! Kündigen, nicht festhalten. Geschichte abgeschlossen. Ein Job ist dein Wohlbefinden nicht wert. Das möchte ich gerne auch nicht weitergeben. Das finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Wenn euch ein Job einfach nicht gut tut, lasst es. Da muss ich wieder an alle Arbeiten denken, wo ich bisher gearbeitet habe, die einfach scheiße. Aber naja, mir geht es sehr viel besser, als wenn ich mich nicht mehr arbeite. Aber ja, man kann auch Glück haben mit der Arbeit, gell? Ich gönne es jeder Person auf der ganzen Welt, die einfach Spaß beim Arbeiten hat. Das ist so wundervoll. Aber es bringt nichts, wenn ein Job einen kaputt macht. Das ist halt den Job nicht wert. Weil euch gibt es nur einmal und den Job halt nicht. Also, den kann auch jemand anders machen. So, wisst ihr, was ich meine? Ja. Deswegen schon wichtig. So, wir müssen drucken. Und zwar mindestens alle 9 Sachen. Was hatte ich noch gesagt? Das passt nicht. Doko? Ich glaube, das Häschen. Nee, das habe ich doch aus dem Sortiment rausgenommen, oder? Okay, wir machen erstmal den 9. Auf jeden Fall die Ratte. Oh, sehr satisfying. Sehr, sehr satisfying. Und dann kriegen wir noch cute. Das funktioniert auch gut. Ach, nee, okay. Lassen wir das erstmal so. Der To-Do Thanks wohl schon klar. Briefs, Vegan und Love. Und dann hoffe ich sehr, dass ich die Bestellung heute noch fertig kriege. Aber kriegen wir hin. Schon wieder 3 Fragezeichen. Bist du einer von den 3 Fragezeichen? Exquisite.
wie das außerirdische Klebeanhängsel. Okay. Alles in Ordnung. Ist okay. Jeder darf bestellen. Egal wie weird die Person ist. Hab ich dir eine zu viel reingemacht? Nein, schade. Dann kriegst du noch drei Fangs Klebeanhängsel. So. Und die hier kann zwar noch ein bisschen warten, aber nicht so doll. Ah, Jess, deine Bestellung. Ist dann auch gleich. Kriegst noch einen You Cute. Und drei Love. Gott, dieser Hase gefällt mir so gut. Das hätte ich niemals gedacht. Manchmal kommt es eben erst so, wenn man es 3-4 Mal gesehen hat. Finde ich sehr lustig. So, du hast 2 Tage. Dann kriegst du an. Das. Oh ne, 2-mal. Nimm noch mehr. Du musst ganz tief durchatmen. Bei deinen To-Dos, während du Bücher liest. Und ein Bubble-Tea trinkst. So nämlich. Ab damit. Was kriegst du alles? Oh, der Wholesome Donut, den hatten wir lange nicht mehr. Du kriegst ganz viel extra, weil du endlich wieder einen Wholesome Donut bestellst. Also ganz ehrlich, diese Füllchips, die sehen einfach aus wie Marshmallows. Und jetzt habe ich total Bock auf Süßigkeiten, aber ich mache aktuell, wie nennt man das? Ich gehe den schweren Weg der weniger Süßigkeiten essen, des weniger Süßigkeiten Essens. Es ist hart. Ich habe aber die ganze Zeit echt auch wirklich einfach zu viel Süßigkeiten gegessen. Ich habe es gemerkt und ich esse halt dann meist auch nur Süßigkeiten mit Fructose, weil mir die halt am meisten schmecken und da habe ich halt Bauchweh den ganzen Tag und es ist halt auch doof. Deswegen versuche ich jetzt, mich auf eine einzige Süßigkeit pro Tag zu beschränken und ihr könnt euch nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht können manche sich vorstellen, es ist so schwer. Es ist so hart, sich nur auf eine Süßigkeit pro Tag. Boah, ich glaube, ich drehe langsam durch. Aber ich schaffe es jetzt, glaube ich, schon eine Woche. Ich bin von mir selber beeindruckt. Ich habe keine cozy Ente mehr. Oh Gott, und ich kann nicht mal mehr die Sachen wegschicken. Oh mein Gott. Nein. Was mache ich jetzt? Kann ich eigentlich nur abschließen, ne? Ich hoffe, die kann ich morgen alle nochmal machen. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, die Bestellungen von eben. Ja, ich hoffe, die sind noch offen, ne? Guck mal. Ich muss aber tatsächlich auf Toilette. Mach ich das gerade mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Da bin ich wieder. Oh mein Gott, 6 offene Bestellungen noch. Keine gescheitert. Okay, immerhin. Und hallo Franzi, einen wundervollen, guten Abend. Und sehr schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich ganz doll. Und ich trinke direkt was. Ich trinke den Blubstrahl. Und apropos Fructose, ich hatte heute anscheinend zu viel und anscheinend hat die eine Tablette, die ich genommen habe, nicht geholfen. Oder nicht gereicht, sagen wir eher so. Deswegen nehme ich jetzt nochmal eine.
Und mal gucken, ob es dann gleich mal so ist. Bibi, danke schön. Ich finde es unfassbar, wie viele verschiedene Bauchschmerzen es gibt. Ich finde es auch richtig krass, dass ich immer besser darin werde, die zu unterscheiden. Oh mein Gott, ich kann die einfach zur Post bringen. Oh Gott, bin ich erleichtert. Oh, wie schön. Okay. Das ist doch gut zu wissen. Ja, ich hab wirklich so viele verschiedene Bauchschmerzen. Das ist unfassbar einfach. Ich wachse daran. Also ich merke immer besser, was es gerade ist. Das ist wirklich schön. Dann kann ich halt auch meistens was dagegen tun, wenn ich es richtig erkenne, quasi, was für Bauchschmerzen es sind. Ich habe es nämlich, letzten Donnerstag musste ich ja einen Krankenwagen rufen und wurde dann abgeholt. Und, die Cosi-Entchen fehlen. Und das war halt einfach, weil ich diese Bauchschmerzen nicht kannte. Die waren so schlimm, ich konnte nicht mehr richtig atmen. Und ich kannte diese Bauchschmerzen einfach nicht. Und daran habe ich erkannt, scheiße, hier geht gerade irgendwas ganz schief. Ich kann mir selber gerade nicht mehr helfen. Ich brauche andere Hilfe. Und dann konnten die zwei Rettungssanitäter auch mega gut helfen einfach. Das war echt sehr hilfreich. Die 6 Stunden danach im Krankenhaus waren nicht so geil. Auf die hätte ich gerne verzichtet, aber... Gott, was soll man machen? Ich glaube, über die ganze Krankenhausgeschichte werde ich euch am Sonntag ein bisschen mehr erzählen. Ich habe es ja auf Twitter auch geschrieben, aber Sonntag haben wir Frühstück alleine. Und da, glaube ich, passt es ganz gut, dass ich euch ein bisschen mehr erzähle, als ich auf Twitter geteilt habe. man könnte sich jetzt um 6-9 quatschen. Als ob. Ey, das war alles so schlimm. Und halt danach, einen Tag später, halt der seit Monaten geplante Familienausflug in den Europapark. Ey, Timing, ohne Mist. Das war ganz schreckliches Timing. Aber es war okay. Es ist alles gut gegangen. Und das ist, würde ich sagen, am Ende die Hauptsache. So, und das noch. So. Oh, ich habe Füllmaterial vergessen. Upsala. Okay, ich habe es jetzt noch zum Post. Ja, tun wir. Okay, sehr schön. Kann ich mich jetzt ums Ausdrücken kümmern? Wir brauchen die Ratte und das Faultier auf jeden Fall schon mal. Ja. Gut, dann halt nicht. Kann mir kein Papier mehr leisten. Leben am Limit, Freunde. Leben am Limit. Oh mein Gott. Das stelle ich mir sehr cute vor. Ganz kleine Hund. Oh, warum geht das nicht? Ja, ich glaube. Ui, was ist denn? Oh, ein Rädchen Eis. Oh mein Gott, ist das Tierquälerei? Ich weiß nicht. Ich hoffe nicht. Musst du ein Blümchen dran? Ja. Ja. Ich glaube. Red Eyes. Ist das lustig? Macht das Sinn? Ich weiß nicht. Nee, du kriegst Schimmer. Ja. Ausdrücken kann ich sowieso nichts mehr.
Okay, diese Errungenschaft haben wir bekommen. Dann ist das doch das Zeichen dafür, dass es fertig ist. Und Robert. Okay, cool gemacht. Hey, das ist voll schön. Und dadurch kann man es dann auch zuordnen. Oh, da haben wir aber noch ein paar Geschichten vor uns hier. Da würde ich direkt mal schlafen gehen. Und ich würde jetzt einfach sagen, wenn ihr wieder Sticker bestellen wollt, dann meldet euch gerne, weil dann überspringe ich jetzt gerade, weil es immer irgendwie blöd jetzt so ein, zwei Minuten halt zu warten. Okay, wahrscheinlich sind es ein paar Sekunden nur, keine Ahnung, mir kommt es ewig vor. Ist ja blöd zu warten, wenn sowieso keiner Sticker bestellen möchte. Deswegen einfach Bescheid sagen, wenn ihr einen Sticker bestellen möchtet, dann lasse ich dann beim nächsten schlafen gehen. Das ist dann auch offen, dass ihr das dann auch machen könnt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Gute Lösung. So, ja genau, glänzend schön. Ja, oh, auch wieder so satisfying. Oh, I love it. Wundervoll. Habe ich noch was Neues? Nee. Glaub dann. Kann ich noch irgendwas bestellen? Oh, Thank You Sticker. Und bla. Ich glaube, sie holt so einen Donut. Der ist ein bisschen. Thank you, wo seid ihr? So. Oder thanks. So. Dann mal wieder. Ich habe angefangen, in einem Café für meinen Biologiekurs zu lernen und dort jemanden getroffen, die auch für ihre Kurse lernt. Oh Gott, wie cute. Außerdem hat mich das Personal gefragt, woher ich diese Sticker habe. Alle lieben sie. Oh mein Gott, cool. Oh mein Gott, wie nice ist das denn bitte? Wenn du im Café mit jemandem quatschen kannst, wie cool deine Sticker sind. Oh, das liebe ich ja. Das macht mich happy. Rein da. Schön. So. Dann kriegst du davon. Und wo ist der Holz vom Donut? Alter, wie hoch man das drücken kann. Jetzt habe ich die Nona-Katze leer gemacht. Eieiei. Ich muss aber, darf nicht vergessen, zur Post noch zu gehen. Das Paket ist voller Donut. Das ist richtig donutig. So. Also diese Prozent, wie krass die manchmal hochgehen. Und da jetzt. Okay, gar nicht, weil ich einfach ganz normal die Bestellung packe, so wie es sein soll. Ja, aber hey, voll cool, dass man das überhaupt. Dass man die Sticker damit irgendwie ableveln kann. Ich weiß nicht, ob es eine Errungenschaft gibt für die Sticker ableveln, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gerade. Ich weiß, by the way, auch nicht, ob dem Typen, diesem Detektiv, ob dem das kleine Gesicht gereicht hat bei den Büchern. Ich glaube, der hat sich gar nicht mehr gemeldet. Mach mir langsam Sorgen hier. You're cute. Das You Cute hatte ich vorhin bei Kritzelpixel aufgeschnappt. Ich fand das so süß. Ich weiß nicht, ob ich selber drauf gekommen wäre. Das werden wir wahrscheinlich niemals herausfinden jetzt. Aber ich fand es bei ihr so süß. Ich brauchte auch ein You Cute. Ist mir vorhin gar nicht eingefallen. Vorhin dachte ich einfach nur, oh, es passt ja gut. Und jetzt ist mir wieder eingefallen. Aber das finde ich halt irgendwie bei dem Spiel auch voll schön, dass du dich halt einfach gegenseitig so inspirieren kannst. Und das finde ich richtig nice. Das gefällt mir. So, ich brauche neue Schüsseln. Ja, rosa Schale rein da. Nein, keine Zeit mehr. Okay, na gut, dann. Ich will auf jeden Fall so einen Sushi-Sticker. Oh, so ein Toast mit so einem Gesicht oder so ist, glaube ich, auch mega cute. Okay, doki, dann sind wir für heute fertig.
Boah, das ging sehr schnell, okay. Dann aber nicht so viel gelevelt tatsächlich. So, der Bernd schon wieder. Sobald ich mich gut genug fühle, werde ich im Tierheim anfangen zu arbeiten. Oh mein Gott, wie schön. Ehrlich gesagt bin ich bei dem Gedanken, meinen Job aufzugeben, zum ersten Mal richtig erleichtert. Oh, wie schön. Dass man dann sich um sich selber kümmert und dann so eine schöne Chance einfach bekommt. Das ist ja richtig cute. Ja klar, wenn du halt jeden Tag mit Tieren was machst, wenn du das sowieso gut tut, dann warum eigentlich nicht? Das passt doch dann voll gut. Das ist eigentlich voll die schöne Idee. Ich hoffe, er bekommt den Job. Weil ich glaube, sobald ich mich gut genug fühle, werde ich im Thema... Oh ja, dann... klingt vielversprechend. Ich drücke ihm ganz wohl die Daumen, dem lieben Bernd. So. Da noch welche. Und die Relax-Katze. Und thank you. Und das und das und ab damit. Und das war's für heute. Nee, nein. Ihr kriegt einfach ganz viele schöne Sticker. Es hört halt auch einfach nicht auf, Spaß zu machen, ne? Das ist voll schön. So, ab zur Post. Ah, von wem krieg ich? Oh, es ist die letzte Nachricht von Bernd. Oh, okay. Oh, wie cute. Das ist wahrscheinlich dann Patrick, ne? Ah, ja, klar, es ist Patrick. Oh Gott, wie cute. Oh, ich finde es großartig. Sehr, sehr schön. So, dann machen wir wenigstens noch einen Sticker heute. Irgendwas mit zwei Gesichtern. Ich weiß nicht, so ein Toast? Aha. Vielleicht noch ein Toast? So kumpelmäßig? Nee, den zweiten Toast fühle ich nicht. Den zweiten Toast fühle ich leider gar nicht. Was passt zu Toast? Apfel? Was, so eine Banane? Einfach so ein gesundes Frühstück? Braucht auch ein Gesicht. Die Banane. Kann ich mir noch ein Gesicht kaufen? Verdammt, nee. Wie viele Plätze habe ich eigentlich noch frei? 3. Hey, ich finde den süß. Ich glaube, der ist es. Ob man irgendwas anderes Gesichtartiges hat, aber nee. Oh ja. Ja, ich würde sagen. Ja. Gesundes Frühstück. I like. Wo ist es? Hm.
ich glaube, hier kann ich nicht mehr viel machen. Aber halt so ein ganz kleiner Abstand überall macht halt einen großen Unterschied am Ende, ne? Aber nicht genug. Ja, okay, einen mehr reicht mir. Okay, was muss ich noch nachdrucken? You're cute. Und Potty. Cute. Potty, wo bist du? Da. Krieg ich die Maus noch hin? Ja. Ab ins Bettchen. Eine gescheitert? Wo, wie, was, wer, war? Hä? Warte mal, was? Wie ist mir das jetzt passiert? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Naja, na gut. Nun gut, dann ist das halt so.